Toten die Toten begraben, lass sich die Ideen um die Ideen kümmern. Wen kümmert's? Lass sich die Gedanken mit den Gedanken beschäftigen. Wer denkt sich die Denker aus? Selbst zu verleugnen, indem man sich als jemand bezeichnet, der wer sein kann, ist einfach nur der kleine Selbstmord. Du verleugnest deine Weite, deine Breite, deine Ewigkeit, indem du sagst, du bist wer. Aber das macht nichts, weil es bist ja nur du, weil es gibt ja nur dich. Es ist ja kein anderer, aber da du bist das Überbleibsel, wenn alles wegfällt. Ist das, was du bist, noch übrig? Selbst wenn das Universum in sich zusammenfällt und nur noch nicht mehr da ist, und nur noch nicht mehr da ist, bleibst du übrig als das, was das Universum ist, das Universum. So lass die Toten begraben. Lass die Toten begraben. Und die Ideen sich um die Ideen kümmern. Wen kümmert's? Lass die Gedanken sich mit den Gedanken beschäftigen. Wer denkt sich alle Denker aus? Wer denkt sich schon Gedanken aus? Was geboren sein kann, das wird auch sterben und ist schon tot. Was geboren ist, ist schon tot, denn es ist sterblich vergänglich. Es ist nicht das ewige Leben, nachdem die Sehnsucht sich so sehnt. Oh, welche Sehnsucht sehnt sich schon nach der Ewigkeit? Lust will ewig sein. Na 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 na. Die Lust will ewig sein. Das Einzige, was bleibt, ist der Spaß, und der bist du. Das Einzige, was bleibt, ist der Spaß, und der bist du. Auch wenn alles kaputt geht und in die Luft sprengt, oder wenn es ganz schön wird, wenn es noch schöner wird, wenn du nur Ekstase herumfliegt, orgasmische Zelebrationen oder die totale Endkatastrophe. Du bleibst übrig. Und du bist der Spaß, der den Spaß mit sich selbst hat. Und wenn du es nicht genießen kannst, dann kümmert's doch keinen, weil es ist kein anderer da als du, der dir sagen könnte, du könntest es nicht genießen. Das, was du bist, das genießt auch das Nicht-Genießen. Oder genießt du das nicht, dass du es nicht genießen kannst? So lass die Toten begraben und sich die Ideen um die Ideen kümmern, wen kümmert's? Und die Gedanken sich mit den Gedanken beschäftigen, denn wer denkt schon? Wer denkt sich all die Denker aus? Das ist auch du, nicht. Was bin ich? Ich hab mir alles ausgedacht. Ich bin die Spinne, die das ewige Netz spinnt, in dem sich alle Spinner verfangen können. Ich bin die Spinne, die ihr Netz wieder in sich hineinfrisst, und dann bleibt nichts übrig, nicht mal die Spinne. Und doch ist alles wieder da.